Ich habe als Kind immer die Abenteuerbücher gelesen und das hat mich von klein auf immer fasziniert. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, an diesem Skifling etwas über 6.500 Meter hoch die Umsteigung in Südland zu versuchen. Was schon auf anderen Expeditionen versucht wurde, aber immer noch auf eine Besteigung wartet. Wenn ich die Bilder von dieser Wand anschaue, merke ich, es kribbelt. Viele kennen den Berg, weil er auch verkauft wird als das Matterhorn von Indien. Wieso ist die Wand noch nicht bestiegen? Das habe ich mich heute schon ein paar Mal gefragt. Endlich mal in die Südwand eingestiegen. Erste Mal. Prächtig. Es ist technisch sehr anspruchsvoll, hat extrem viel Felspassagen und dann auch mit der Höhe von 6.500 Meter ist das schon eine ernste Herausforderung. Die Maschine ist am Holen. Es braucht wie immer sehr viel Glück. Mach einen kurzen Pendler! Dass man so eine Wand besteigen kann. Oh shit! Wow, nur dir das da, ey! Hey! Ah! Crazy Glacier! Das Höhenlungenödem ist eine Form von einer Höhenkrankheit. Es ist eine Frage von Stunden, bis man nicht mehr lebt. Hey! Keine Chance.